Ja Leute, herzlich willkommen zu unserem Vlog, wie immer mit dabei Bernie zu meiner Rechten. Hallo da draußen. Und wir haben uns ganz spontan entschlossen, diesen Vlog aufzunehmen. Aus welchem Grund? Und zwar hat Magic eine Veränderung im nächsten Blog angekündigt. Und wir wollen euch gemeinsam ein bisschen darüber erzählen, was alles so sich verändert. Genau, denn mit 30. September kommt ja der neue Blog raus, Kaladesh, viele wissen es ja. Und mit Kaladesh bringen wir nicht nur wieder neue Karten ins Spiel, nein, diesmal hat sich Wizard was überlegt. Sie wollen ja durch die fehlenden Hauptsets, sie auch ein bisschen ein anderes Spielerlebnis wieder reinbringen in die Magic-Materie, gerade auch für Anfänger. Aber was ändert sich jetzt eigentlich mit Kaladesh? Das erste wäre? Ja, grundsätzlich das altbekannte Fatback, wenn wir mit den kleinsten Veränderungen anfangen. Der Name Fatback wird so nicht mehr existieren, sondern es wird immer von den jeweiligen Sets vorne der Name stehen und hinterbei statt das Pack ein Bundle dort stehen. Richtig. Und sonst wird sich halt statt den 9 Booster, was standardmäßig in einem Fatback drinnen ist, diesmal um 1 erhöht. Also insgesamt 10 Booster haben wir drinnen und natürlich 16 von jedem Standardland haben wir drinnen. Also das dürfte sich hier nicht mehr großartig verändern. Nein, genau, also vom jeweiligen Set sind die Standardländer vertreten. Ich nehme an, von jedem Typ eine, deswegen auch genau. 16, wie auch immer, oder auch doppelt, ich weiß es nicht genau, was da drin sein wird. Aber großartig ist nichts anderes beim Fatpack. Ja. Das andere, was natürlich jetzt ein bisschen weniger interessant ist, die Deckbaubox, was ja vor ein paar Monaten, eigentlich ist sie wirklich erst in Kraft getreten, ist jetzt glaube ich noch nicht ein Jahr her, glaube ich, ja. Hat sich sehr gut etabliert, wird auch weitergeführt, gerade für die Anfänger, die was den ersten Schritt in die Welt von Magic schon mal reingeschnuppert haben, um hier ein bisschen Deckbau zu üben, zu ausprobieren und dann schon langsam in die wirkliche Welt in Magic einzutauchen. Richtig, ja. Wobei, das weiß ja auch Wizards, genau das ist ja das Problem und das ist auch das Stichwort für unsere nächste Information hier, und zwar wirklich die prägnanteste. Das Problem ist ja, Magic ist sehr, sehr kompliziert. Jetzt nicht vom Spielerlebnis alleine, sondern es ist im Prinzip der Deckbau ja an und für sich schon das Komplizierteste. Jetzt, wo diese Hauptsets weg sind und ja eigentlich die vereinfachten Mechaniken nicht mehr so möglich sind wie beim Hauptset, gibt es natürlich auch weniger Möglichkeiten, einen Spieler ein bisschen auf Magic vorzubereiten. Deshalb haben sie die Intro-Packs, die jetzt immer da waren und die wir auch kennen, jetzt von Shadows over Innistrad, gerade bei uns geunboxed und auch im Livestream schon durchgespielt. Die gibt es jetzt noch einmal, eben mit dem nächsten Set von dem aktuellen Block und dann mit 30. September eben mit Kaladesh erstmalig gibt es keine Intro-Packs mehr. Das heißt, wir verlieren diese Intro-Packs. Somit brauchen wir Ersatz für die Anfänger da draußen und da hat sich Wizards meiner Meinung nach wirklich etwas Geiles einfallen lassen, Mario, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es gibt zwei neue. Ja, Planeswalker-Decks kommen diesmal. Und ja, die haben es ein bisschen in sich, also sie sind auf jeden Fall stärker aufgebaut, wie natürlich die Intro-Packs, sollen auch ein bisschen auch, dass man auch zu den Turnieren hingehen, ist also standardlegal von denen her gesehen. Und hat natürlich mehrere Veränderungen. Genau. Ich gehe mal auf die Veränderungen ein bisschen ein. Genau. Also, es sollen ja 5 spezielle Karten dabei sein, die nicht in den Sets jeweils enthalten sind, aber setlegal sind. Also sprich, standardlegal soll das Deck sein. Es soll ja spielbar sein für jeden Anfänger. Und vor allem soll es auch eine Struktur drin haben. Und wie der Name Planeswalker Deck schon sagt, ist auch wirklich ein Planeswalker dabei. Also das ist die Schlüsselkarte im Deck. Aber halt trotzdem nur einmal. Das ist diese Mythic Rare, wo dieser Planeswalker eben dieses Deck bestimmt. Und damit, und das hat Wizards ja auch gesehen, das Deck ja auch irgendwo, wie kann ein Deck wirklich gut sein, wenn die Schlüsselkarte nur einmal drin ist? Ja? Genau. Jetzt haben sie wirklich zum Planeswalker gewisse Karten hinzugefügt, die eben nicht im Set allgemein drin sind, aber halt legal sind. Ja? Und da sind unter anderem 2 Rares dabei. Mhm. Und die sind mit einem Tutor-Effekt ausgestattet, damit man den Planeswalker eben suchen kann. Genau, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man ihn nur einmal drinnen hat. Genau, somit habe ich ihn eigentlich schon quasi fast dreimal drin. Dann haben wir 3, du unterbrichst mich, falls ich was Falsches sage, Uncommons, die drin sein sollten, die eben erst stark werden mit dem Planeswalker gepaart, also die Synergie ist da gegeben. Wir haben es selber auch noch nicht gesehen, wir können nur mal von den Informationen reden. Und dann gibt es noch 4 Uncommons,
die eben auch, die eben auch mit den Planeswalkern, mit der Materie synergieren sollen. Wie genau die ausschauen, kann ich jetzt selber noch nicht beantworten. Auf alle Fälle soll es so sein, als wie es wäre ein Effekt von Planeswalker, so habe ich verstanden. Und somit haben wir schon 10 Karten drin, die absolut mit dem Planeswalker kombiniert sind. Und von 60 Karten, es ist ja ein spielfertiges Deck, ist das schon ganz schön was Ordentliches. Ja, und zwei Boosters, glaube ich, sollen auch drin sein. Ja. Wie gehabt eigentlich. Wie bei den Intro-Packs. Ja. Das heißt, wir haben keine 5 Packs mehr, aber dafür haben wir 2 Planeswalker-Packs, die eben spielbar sind und die die Mechaniken vom aktuellen Block, sprich Kaladesh Block, beinhalten sollen. Genau. Das Einzige, was noch dabei sind, es sollen 4 Kopien vom Doppelländer drinnen sein. Genau. Da ist noch die Frage, wie, ob es eher wenn doppelfärbig arbeitet und dazugehörigen Doppelländer dazu gibt, werden es gute Doppelländer sein oder werden es ganz einfache, schlicht, wie man sie kennt, in einem Kamen- oder Ankamen-Segment. Das ist die Frage natürlich. Ich glaube, dass es getappte Länder sein werden, die vom aktuellen Setting nur mit dem alternativen Artwork. So war in etwa die Aussage, aber ganz genau konnte man es jetzt nicht herauslesen. Genau. Ja, aber auf alle Fälle, das heißt 14 Karten mit alternativen Artwork da drin, spielbar, wie gesagt, haben wir schon erwähnt. Und das natürlich behält sich Wizard auch vor, dass sie jetzt mit dieser Testphase beim ersten Mal auch vielleicht geringfügig Änderungen bei diesen Decks einführen werden. Das kann durchaus auch dann sein, aber im Endeffekt bin ich schon gespannt, was wir da erhalten. Und für mich hört sich das absolut gut an. Denn wenn man schaut, wie die letzten Intro-Packs waren, die Spielmechaniken sind immer so lala. Die meisten Decks haben nicht wirklich Schlagkraft und somit sind sie eigentlich irgendwo in der Schublade gelandet. Ja. Und ich glaube, mit den Decks hat man super was in der Hand, gerade als Anfänger auch oder auch als fortgeschrittener Spieler. Man muss aber auch nicht kaufen, denn man braucht die Karten nicht unbedingt. Die Planeswalker sind teurer gestaltet, was ich so rausgehört habe. Das heißt, sie sind von den Mana-Kosten her höher, aber natürlich auch effektiv, ist logisch. Genau. Aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir hier eine Deckstruktur, die man durchaus verbessern kann und damit auch wirklich vielleicht geile Casual-Decks bauen kann. Das wird sich zeigen. Was ist noch bei dem Planeswalker-Deck, noch der Grundgedanke, dass ich ein bisschen ergänze noch, von Wizard gedacht ist, der Planeswalker-Deck soll so sein, also der Plan von Wizard ist so, dass es für Einsteiger sehr einfach gestaltet ist, dass man nicht überfordert ist mit diesem Deck, dass diese Spielmechanik etc. sehr einfach und erkennbar aufgebaut ist. Und einerseits will man auch die etablierten Spieler ansprechen, wo die sagen, okay, cooles Deck, gönne ich mir, aber mit dem Hintergedanken, ein etablierter Spieler muss dieses Intro-Pack nicht unbedingt kaufen. Also das war Wizard ganz wichtig, dass sie diese Brücke zwischen Anfänger und etablierten Magic-Spieler ein bisschen spannt, wo einer sagt, okay, interessantes Deck, gönne ich mir, muss ich aber nicht direkt kaufen. Ja. Und das ist entscheidend wichtig. Und wie gesagt, ich bin noch gespannt, was bei den ganzen Infos dazugekommen ist. Keine Preisvorstellungen von Wizard. Wird das Planeswalker-Deck teurer? Also werden wir hier keine 12-Euro-Decks mehr haben, sondern vielleicht 20 Euro oder 25 Euro. Wir wissen es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird das Fatpack gleichbleibend? Also das Bundle in dem Fall? Bundle, ja. Genau. Wird das gleichpreisig sein oder wird es erhöht durch das eine Booster von den gesamten? Wird spannend. Auf jeden Fall interessant. Und zum Abschluss von diesem Thema her, wird es immer zwei solche Release-Datums geben. Also einmal im Frühjahr soll es kommen und einmal im Herbst, so viel was ich rausgelesen habe, wo sie bekannt geben, was alles in den nächsten Zeitraum kommen soll. Block, Wizard-Produkte etc. Ein bisschen mehr Informationen genau, raus, ja. Genau, was damit dass, man sich darauf vorbereiten kann, wo man Geld investiert etc. Das finde ich nicht schlecht, dass es ein gewisses Line-Up gibt, was alles erscheint. Und ich würde sagen, wir sind irrsinnig gespannt drauf, auf die neuen Produkte. Also ich freue mich schon auf dieses Thema und ich freue mich auch schon drauf, mit Mario wirklich diese Decks auszuprobieren. Ich finde es genial. Es macht natürlich sicherlich mehr Spaß, mit Planeswalker-Decks zu spielen. Und ihr schaut ja sicher wieder rein, wenn wir diese Decks aufpacken. Aber bis dahin müssen wir leider noch bis 30. September abwarten, leider Gottes. Wir werden aber sehr kritisch auf die neuen Produkte hinschauen. Wir werden sehr viel vergleichen mit Intro-Packs und mit die
Planeswalker Decks, ja, dass man es nicht verwechselt. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir das erste Produkt aufmachen von diesen schönen, tollen Teilen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.